Wir reden heute über die Blechtrommel. Allerdings nicht die von Günter Grass. Somit keine Trommel zur Erzeugung schnöden Lärms, sondern eine Stahltrommel aus Grauguss zum Abbremsen schwerer Nutzfahrzeuge. Denn die zuverlässige Krone-Achse gibt es selbstverständlich auch mit der robusten Trommelbremse. Die Funktionsweise der Scheibenbremse mit dem Prinzip des Schwimmsattels haben wir in einem vorangegangenen Beitrag von Krone TV im Detail erklärt. Heute wollen wir nun beleuchten, wie genau funktioniert die Trommelbremse. Beide Bremssysteme haben das gleiche physikalische Wirkungsprinzip, nämlich die Umwandlung kinetischer Energie in Wärmeenergie mittels Reibung. Und bei beiden Bremsen werden harzgebundene Bremsbeläge an metallische Oberflächen gepresst. Der Bremszylinder fährt aus, betätigt den Gestängesteller. Der Gestängesteller rotiert die Bremswelle und am Ende der Bremswelle sitzt der S-förmige Bremsnocken, der die Bremsbeläge auseinanderdrückt und gegen die Bremstrommel presst. Bei zunehmendem Verschleiß der Bremsbeläge muss der Gestängesteller natürlich längere Wege zurücklegen. Und apropos Verschleiß, auf der Rückseite der Trommel haben wir zwei Langlöcher zur visuellen Kontrolle der Bremsbeläge eingearbeitet. Selbstverständlich steht auch bei der Trommelbremse die Sicherheit immer an erster Stelle. Und darum arbeiten wir mit einem automatischen Gestängesteller mit einer Art Nachjustiergetriebe in seinem Inneren, damit der Bremszylinder immer in seinem optimalen Wirkungsbereich arbeiten kann. Der Nachteil der Trommelbremse gegenüber der Scheibe ist, sie muss gewartet werden. Es gilt, drei Schmierstellen regelmäßig mit Fett zu versorgen. Zwei Schmierstellen an den Lagern der Bremswelle, eine Schmierstelle am Gestängesteller. Ihr großer Vorteil, die geschlossene Bauweise. Somit ist sie ideal gegen Schmutz, Nässe und Salz geschützt. Umso erfreulicher ist, dass Krone seine zuverlässige Achse auch mit der robusten Trommel anbieten kann.